Was für eine süße Panta. Okay, es ist eine Katze, aber ja. Hallo Facebook, hallo YouTube, hallo. Ja. Ich habe deine Familie gesehen. Bei Black Panther Film. Richtig cool und gangsterhaft. So wie du. Komm und abhauen. Richtig wie ein Puma. Wie ein Panther. So, sag mal hallo. Hallo YouTube. Ich bin's wieder. What's up? Und da sage ich mal, wie ich euch heute sagen will, das beste Film dieses Jahres. Oh mein Gott. Der Film war richtig geil gewesen. Black Panther. Mit Liebe gemacht. Schön bunte Farbe, detailliert, also perfekter Film, sehr gute Action mit Südkorea, der Part war richtig geil gewesen, also ich möchte nicht mehr sagen, kein Spoiler, weißt ihr, ich sag mal, ihr sollt den Film unbedingt den Film schauen. Also das ist so, ich habe ja heute im Kino auf Englisch geschaut und perfekter Film, sehr guter Film, richtig geil, also so Hochspannung, Action, so, wenn man Civil War gesehen hat, kann man auch verstehen, worum der Story bisschen geht, die werden das so oder so klären, wenn man das Film nicht geschaut hat, die klären das und kommt ja alles automatisch, ne? Es kommt so der Bild, diese Gangster von Avengers Ultron, zweiter Teil von Avengers, ja. Und es ist schon richtig geil, die haben so geil gemacht, so richtig Action und wie man sieht, ich habe ja selbst eine Panther und naja, ich würde empfehlen, den Film reinzuziehen. Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, so 10 von 10, weil es ist mit Liebe gemacht. Mit Liebe. Weil das ist so viele Freude. Mit dem afrikanisch-Lied Hintergrund. Wenn der Bösewicht so auftaucht, so Gangster, so afrikanische Musik mit diesem Gangster-Hip-Hop-Song. So richtig geil. Also Weekend und der andere Lenma. Wie er heißt, die haben auch richtig gut gemacht bei den Liedern. Perfekt, also Pray For Me war für mich das beste Lied. Ja, was kann man da noch sagen? Also der Film war, für mich war der mit dem Südkorea-Part-Szene war am hammersten gewesen, wo die Gangster so richtig gejagt haben, gekämpft haben, verhaftet haben. Diese Technologie hat mir richtig interessant gemacht und ich freue mich riesig. Also da sage ich mal, also kein Spoiler, ich möchte nicht spoilern. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf den dritten Teil von Avenger, der ab April kommt. Und ich hoffe, dass Black Panther noch einen zweiten Teil kommt, hoffe ich zumindest, weil es sieht richtig geil aus. Die haben richtig cool gemacht, so wie auf Netflix Black Lightning gemacht haben. So ähnlich, aber geiler Film. So ein Film. So richtig geil gemacht. Naja, sehr empfehlenswert. 10 von 10. Ihr sollt es schauen. Dann viel Spaß beim Kino. Euer Tan und Jan. See you later, Alligator. Und übrigens, der Kampfszene wollte ich auch noch sagen. Ich habe total vergessen. Ja, der Kampfszene war richtig geil gewesen. Richtig gut. Die haben richtig gut gemacht, dass da Frau,
Mann am Kämpfen waren, so wie Gladiator, das hat so Gladiator-Gefühl gegeben. Naja, also mit dem, da waren sehr viele interessante Dinge, wo mit dem Ausraub in dem Museum von den Gangstern, und ist schon interessant. Also ich sag wieder und wieder, der Film ist empfehlungswert. Ihr müsst es reinziehen. Ihr müsst unbedingt den Film reinziehen. Ich freue mich, wenn bald auf Blu-ray kommt, werde ich mir auch auf Deutsch reinziehen. Ich habe den jetzt auf Englisch reingezogen. Aber trotzdem, man hat diese Laune, wieder ins Kino zu gehen. Und ja, Black Panther ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ja, da sage ich mal, pass auf euch auf und viel Spaß. Nochmal, pass auf euch auf. See you later, Alligator.